dieser Mist? Bring dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum... Euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Wir müssen weiter. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, ja. Wir müssen gehen. Okay. Entschuldigung? Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Die Hilfe, die du benötigst, befindet sich in Diamond City, mein Kind. Bleib bei der Bauerrüstung. Wäre schade, wenn sie Rost ansetzen würde. Du musst in Richtung... Die eine Stinksau auf die Welt, der andere, keine Ahnung, ein ehemaliger Junkie. Die andere ist ein Junkie, die an die durch die Zukunft sieht. Ein komischer Anführer, der nicht anführen kann. Und ein Mechaniker, der... ich denke, der ist ganz in Ordnung. Dann geht ihr mal. Ich habe andere Ziele. Oder soll ich die Gruppe mal kurz begleiten? Ohne mich stehen die wahrscheinlich noch drauf. Na gut. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ding erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ich komme mit euch. Vorher noch abkratzt. Kommt ihr? Entschuldigung. Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Okay. Na gut, wenn du das hinbekommst, dann gehe ich jetzt direkt nach Diamond City. Gut, in welche Richtung müssen wir? Da lang. Gut. Ich hoffe, mein Fusionskern hält das aus. Eine Kirche. Ist hier irgendwas? Nö. Okay. Schade. So. Grüne Juwel. Was meint der wohl damit? Ja? Hey. Was willst du hier? Willst du handeln, ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Diamond City? Wo liegt das? Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel. Findest du innerhalb der Stadtgrenze. Aha. Hey, Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Klar, ich schau's mir an. Ja, immer mit der Ruhe.
Komische Tussi. Okay, ich könnte ein bisschen Muni gebrauchen. Für meine 10 mm. Hast du da was? Ein bisschen, aber nicht viel. Na gut. Und ich könnte hier ein bisschen alten Müll andrehen, den ich nicht mehr brauche. Hier, das hier zum Beispiel, das hier und das hier. Und das da. Was ist das? Ah, ein sauberes grünes Kleid. Weg damit. Okay. Und trotzdem willst du noch Geld von mir. Das ist krass. Ganzes Zeug ist wohl nicht mehr wert, hä? Na gut. Hast du noch ein Stimpack für mich? Wow. Okay. Das kann ich mir nicht leisten. Gut. Dann sind wir hier erstmal fertig. Ist noch ein weiter Weg. Hm. Eine Abmachung, Trudy. Was ist denn da? Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Immer mit der Ruhe, Mr. Power-Rüstung. Das geht dich nichts an. Ach nein. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Das war's. Du bist tot. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Alter, willst du mich verarschen? Ich nicht. Obwohl doch zum Verschrotten. Gib her. Hey. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Hm, danke schön. Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Vielleicht. Klar, ich schau mal, was du hast. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Okay. Was denn hier? Cooles Schwert. Möchtest du ein bisschen Schrott von mir abkaufen? Ich meine Bergungsgut. Ich hätte da vielleicht was Nettes. Hier so eine Art Waffe. Hier noch mehr Arten von Waffen. Und hier ein Messer und Schlagringe. Ja. Denke mir, das ist doch schon ganz gut. Bitteschön. Tschüss. Ich habe die Frau gerade beklaut. Aber was erwartet die, bitteschön?
Jeder muss in dieser Welt zusehen, dass er selber zurechtkommt. Ist das da Diamond City? Oh nein! Verdammt! Ah. Der Fusionskern ist leer. Das ist schlecht. Wir haben es bestimmt noch eine Weile. Oh Gott. Ja. Es ist nur eine ganze Ecke, die wir laufen müssen. Oh je. Was machen wir jetzt? Ob es noch irgendwas in der Nähe gibt? Es gibt einen Schrottplatz in der Nähe. Direkt geradeaus. Aber ob wir da einen Fusionskern herbekommen, weiß ich nicht. Ja, ich weiß. Halte X zum Verlassen. Das nützt mir jetzt auch nichts. Kann man eine Power-Rüstung doch nicht einfach hier lassen. Was ist hier näher? In der Power-Rüstung stecken wir immerhin mehr Schaden ein, wenn jetzt gleich noch was kommt. Naja, gucken wir mal, was hier kommt. Hier sehe ich schon mal Häuser. Dogmeat. Hey. Hey, bleib stehen. Warte da. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. So, dann lauf mal. Toll. Hey, komm schon. Okay, genau vor mir ist ein Schrottplatz. Aber irgendwie habe ich da nicht, also kein gutes Gefühl dabei. Wir müssen es wohl einfach riskieren. Junge, Junge. In Lichtgeschwindigkeit bewegen wir uns hier fort. Wenn man bedenkt. Fässer. Mit Müll, super. Verdammt, weil die Power-Rüstung keinen Saft hat, kann ich auch keine Zielfunktion noch machen im Wetz. Das ist scheiße.
Hm, was haben wir denn da? Kronkorken. Das Schloss krieg ich nicht auf. Boah, Junge. Golden. Diver, Golden, D. Wow, okay, das war schon nah dran. Hacken ist am Anfang echt nicht schön. Da war was. Das weg. Noch eins weg. Mit der Methode kann man halt immer ein paar falsche Antworten löschen. Ist halt nur ein bisschen aufwendig. Okay, was haben wir dann? Golden. Ja. Ja. Wilde Safe-Steuerung. Nein, immer noch kein Fusionskern gefunden. Scheiße. Das ist echt nicht gut. Gucken wir mal da rein. Ansonsten werde ich wahrscheinlich wirklich nicht drum herum kommen. Oh. Okay. Ansonsten werde ich nicht drum herum kommen, die Powerrüstung irgendwo stehen zu lassen. Wo kommst du denn her? Eine Kochplatte. Ah, verdammt. Scheiß Fee. Oh. Eine Handgranate. Also wir finden so einigen Scheiß, nur sorry Darkmate. Wir finden wirklich jeden Scheiß, nur kein Fusionskern, was ein bisschen scheiße ist. Naja, kann man nichts machen. Dann sind wir eben weiterhin auf unserem langsamen Weg nach Diamond City. Das ist nur eine Farm. Komm, ich versuche noch zur Farm zu kommen. Ist die weit? Kann ich gar nicht sagen. Oh Gott. Ja. Furchtbar in der Geschwindigkeit. Ah, dann gucken wir mal noch eben, wo die Farm ist. Und setzen uns dort halt einen Respawn-Punkt damit. Ja, Grey Garden. Ach, super.
Wenn wir Glück haben, können wir sogar mit denen handeln. Und wenn wir noch mehr Glück haben, haben die einen Fusionskern. Hey, hallo. Hallo. Entschuldigung. Aufseher White, du bist unser nächster Wilder. Willkommen im Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Okay. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Oh. Echt gut. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Cool. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ich hab's noch nicht probiert, aber es sieht ziemlich komisch aus. Es ist furchtbar. Das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Für so nette Roboter. Ist da irgendwas drin? Was springt für mich raus? Vertrau mir. Du wirst fürstlich entlohnt. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Okay. Gut. Wassermarsch ist die Mission für den Grey Garden. Ja. Gute Aufseherin, right? Ich werde mal meinen Schrotthaufen hier abstellen. Ich hoffe, der kommt nicht weg. Aber ich denke mal nicht. Ah. Besser. Handy. Essen. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Aufseher hey. Brown. Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Okay. Ich bediene mich mal hier ein bisschen, ja? Mutterbeeren.
Schon echt extrem seltsames Gemüse hier. Kümmer dich bitte um das. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja, ja. Ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Das hat sich doch gelohnt. Oder nicht? Oder nur noch hier? Hey! Hey! Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten? Klar. Was hast du vorrätig? Wenn du jetzt zugreifst, kannst du dir einen dieser großartigen Preise sichern. Sämtliche Waffen und Munition, die du tragen kannst. Außerdem cool. Medizinische und allgemeine Vorräte. Ein wahres Eldorado! Klingt nach einem guten Verkäufer. In Ordnung. Okay, mein Freund, das hast du Schönes. Ah, verdammt. Er hat nicht das, was ich brauche. Ja, schade, dann kommen wir wohl nicht ins Geschäft, mein Freund. Laufen wir so nach Diamond City?